So, und wenn wir dann schon mal hier sind, dann wollte ich noch ein kleines Statement abgeben und nochmal ein Dankeschön an alle unsere tollen Abonnenten und neuen Abonnenten und Verteilern geben. Wir freuen uns wirklich sehr und wir freuen uns noch mehr, dass das so gut ankommt mit der Geschichte, dass hier jeder mal so ein bisschen erzählen kann, wie seine Aufwachgeschichte vonstatten gegangen ist. Wir haben, glaube ich, ganz tolle Beiträge von Leuten wie du und ich. Hier auf unserem Kanal lohnt sich, die anzuschauen. Jeder hat da so sein eigenes Erlebnis. Ja, und gut, im Großen und Ganzen, finde ich, sind auch die Kommentare sehr, sehr gut. Der ein oder andere, ja, ist immer mal dabei, der so ein bisschen was zu meckern hat oder was besser weiß. Das ist auch okay. Manches Mal lernt man daraus auch oder kriegt ein paar wertvolle Hinweise, finde ich toll. Wir werden natürlich weitermachen, auch mit erstmal mit dem Konzept noch ein bisschen. Ja, in diesem Sinne, wacht auf, macht nicht mehr mit. Das System ist uns nicht wohlgesonnen. Ich glaube, das merken auch immer mehr. Und ja, kommt ins Tun. Alleine, dass wir hier Öffentlichkeit schaffen, finde ich, ist schon eine wirklich gute Sache, die verrückterweise, und das muss ich jetzt hier auch noch gerade mal loswerden, hatten wir zum Beispiel einen Bericht, der war gerade mal 10 Stunden drin, das war von der Tina, ihr Aufwachprozess. Unbegreiflich, warum der vom Kanal nach 10 Stunden für Deutschland gesperrt wurde. Vermutlich, weil sie am Anfang erzählte, dass ihr Vater Kommunalpolitiker ist. Anders kann ich es mir nicht vorstellen, dass die Firma Bundesrepublik oder Germany das nicht so mag. Wenn solche Leute dann erklären, dass das System den Menschen nicht wohlgesonnen ist. Aber wir werden noch eine Plattform schaffen und da sind wir gerade dran. Deswegen verzeiht, wenn wir nicht auf alles sofort reagieren oder antworten. Wir schaffen noch eine Plattform außerhalb von YouTube, weil YouTube und Google sind ja eins und die mögen es halt nicht so sehr, wenn Leute erwachen und ihre Geschichten erzählen oder aber wenn wir im Zuge der Aufklärung Dinge zur Diskussion stellen und ja durchaus auch belegen, dass hier eigentlich in Wahrheit ja alles gelogen ist. Kann ich schon nachvollziehen, dass das System das nicht so schick findet. Deswegen schaffen wir jetzt eine Plattform und ich würde hier an der Stelle schon bitten, sobald wir die bereitstellen, dass ihr vorsichtshalber da tatsächlich euch mit anmeldet, damit ihr auch weiterhin mit uns in Verbindung bleibt und dass wir auch weiterhin unsere Arbeit hier machen können. An der Stelle nochmal danke für den einen oder anderen, der gesagt hat, ich habe da tatsächlich ein paar Euronen übrig für den DWR-Kanal. Nochmal vielen, vielen Dank. Ist zwar nicht viel, aber naja, mühsam nährt sich das Eichhörnchen und so können wir unsere Arbeit hier auch fortführen. Das tun wir so oder so, unabhängig von Spenden. Einfach, weil uns daran liegt und deswegen, ja, wie gesagt, also wenn wir diese Geschichte auf den Weg gebracht haben, ich arbeite gerade daran, die kompletten Videos runterzuladen, auf eine andere Plattform zu laden und dann tatsächlich eine Internetpräsenz, eine Homepage zur Verfügung zu stellen, wo wir auch weiterhin miteinander interagieren können und ihr auch weiterhin unsere Videos abrufen könnt, auch das Video von Tina. An der Stelle viele liebe Grüße an Tina und auch an alle anderen, die sich getraut haben. Und ich wünsche mir, dass es noch ein paar Leute mehr werden. Das wäre wirklich ganz toll. Und auch vielen Dank an die Leute, die jetzt nicht unbedingt Euronen spenden wollten, dieses Schuldgeld, aber sich angeboten haben, uns zu helfen, auch arbeitstechnisch oder finde ich ganz, ganz toll. Also das nenne ich dann Kollektiv, das nenne ich Gemeinschaft, finde ich super, Daumen hoch dafür. Wir bedanken uns an der Stelle und ja, es werden mehr Videos folgen. Ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr freut euch auch drauf und ihr verteilt den Kanal und ja, gebt uns
Marketingkanal, damit er wächst und dann natürlich einen größeren eine größere Verbreitung findet. So, hier nun noch ein bisschen Mehrwert, ein Bonbon für die Möglichkeiten, die sich mit dem Werkzeug Kommerz eröffnen können. Ein paar selten zu findende Kommentare von Kommerzlern im Netz und dazu ein paar Ausführungen aus der Kommentarfunktion von Norbert auf der Seite Wegesmut und ein weiteres Statement eines Kommerzlers. Kommerzler sind eher keine Trophäenjäger und stellen Erfolge wie einen Pokal, der in einer Vitrine steht, ins Netz. Wir haben trotzdem ein paar kleine gefunden. Darum kommt auch oft die Frage, hatte schon mal wer nennenswerte Erfolge mit dem Werkzeug Kommerz? Antwort: Ja. Hier mal ein kleines Beispiel von diversen Möglichkeiten. Der Kommentar hier ist gespickt mit Ironie von Janis Socks. Kam ein Gerichtsvollzieher zum Gericht vollziehen. Ein lieber Kerl, der schon mal zum Falten kam. Er hätte eine Aufgabe vom Gericht. Ich grinsend: Vom Dach oder von irgendeiner Wand? Er: Sie müssen nur unterschreiben. Ich: Wie soll ich denn unterschreiben? So, dass du in der Haftung bleibst, die du übernommen hast, oder wie? Er erschrocken: Wie? Ich habe doch keine Haftung übernommen. Ich breit grinsend: Doch, mein Guter. Du hast voll in die Scheiße gegriffen. Man hat die Haftung auf dich verschoben und ich werde dein Schicksal gerne besiegeln mit der Unterschrift, wie ich sie qualifizieren werde. Er panikmäßig: Nein, nein, Sie müssen ja nicht unterschreiben. Ich so: Komm, gib mir den Namen deiner Person. Ich habe ihn 5 oder 6 Mal aufgefordert, den Namen zu sagen. Komm, sage ich, dann unterschreibe ich in deinem Auftrag. Los, komm mit, gib mir den Wisch ruhig her. So schnell, wie er in seinem Auto war und rückwärts vom Hof beinahe einen Unfall gebaut hat, habe ich den Wind nicht gesehen. Die Gerichte sind eine Industrie, die nach Regeln funktioniert, die fast überall gleich sind. Du hast ein Recht, den Forderungsübertrag zu beanspruchen, um die Konten auszugleichen. Egal, worum es geht, weil jedes Verfahren versichert sein muss. Fordere den Liefer- und Leistungsnachweis. Ansonsten handelt es sich nämlich um eine ungebührliche Forderung. Sie werden dir das natürlich nicht sagen, denn sie sacken sich die Summe ein und packen dich wegen Entehrung ins Gefängnis. Zumal, wenn du dich auf deren Ablenkungsparagraphen, Gesetze und Verordnungen berufst und dich sozusagen allwissend zeigen willst. Schon hast du sie entehrt, das Wesentliche versäumt und fertig ist die Laube. Das System ist eben genau so, voll kommerziell. Heißt, beschäftige dich mit dem Kommerz. Naja, und weiter im Text, denn eigentlich ist es sogar ganz einfach. Ich zitiere: Der Verfasser dieses Schreibens macht allen Weibern und Männern Mut, das bisherige Denken, die anerzogene Grundmeinung, ich kann ja doch nichts ändern, endlich abzulegen. Wer argumentiert hat, hat schon verloren. Wir argumentieren nicht, wir stellen fest. Wir Weiber und Männer stellen fest und sagen die Wahrheit. Nicht nur, weil es nur eine Wahrheit gibt. Nein, man kann mit einer Lüge die Wahrheit nicht erschüttern. Aber das Nachdenken und das Handeln kann euch kein anderer abnehmen. Also, auf geht's, spuckt euch mal geistig in die Hände. Wem gehört das Konto des Energieversorgers? Wem gehört das Konto der Versicherungsgesellschaft? Wem gehört das Konto der Krankenkasse? Und so weiter und so fort. Alle Kontonummern gehören den Erschaffern und werden von diesen der juristischen Person zugeordnet, deren Begünstigter ihr seid. Alle Kontonummern gehören nämlich faktisch den als Beispiel oben genannten Firmen.
Mit der Fiktion natürliche Person schließt ihr Verträge ab oder stimmt stillschweigend zu. Wichtig zu wissen, die Fiktion Mustermann Max kann jeden Vertrag ändern. Alle Verträge des Verfassers dieses Schreibens lautet Ausgleich gegen Rechnung. Es ist dann nur noch eure Aufgabe, die bestehenden Verträge zu ändern. Es kommt also die Rechnung, zum Beispiel eines Energieversorgers. Welche Kontonummer steht denn auf dem SEPA-Formular? Ganz sicher ist es nicht eure Kontonummer. Also, man will unbedingt eure Unterschrift binnen 3 Tage nach Eingang dieser Forderung. Nun, dieses Überweisungsformular erhebt man dann halt zu einem Wertpapier. Und beide Seiten sind glücklich. Es gibt keinen Streit und das Tolle dabei ist, wir tun damit sogar auch noch etwas Gutes, um die sogenannten Staatsschulden zu senken. Ganz besonders ARD, ZDF, Deutschlandradio, Dr. Wolf, den es wohl faktisch nicht geben soll, freuen sich darüber. Dies praktiziert der Kommentator, wie er ausführt, schon seit Jahren und erlebe damit in Ruhe und Frieden. Er führt aber auch aus, ich verachte und hasse Lügner. Entschuldigt bitte, aber auch das muss der Verfasser einmal deutlich sagen. Es muss keine Rentenarmut geben, Zusatzrente und all dieser Schrott, um so wieder erneut weitere Konten generieren zu können. Der Freund des Verfassers ist Buchprüfer und rät immer zum korrekten Handeln. Also annehmen. Nun, klingt sehr positiv, oder? Ist es auch, aber nur, wenn alles wirklich korrekt abläuft. Darum ist das Wissen um den Kommerz so wichtig. So, und nun noch ein Kommentar von Detlef vom Schäbelblock, mit dem unser DWR-Team auch schon Jahre zusammenwirkt. Europa soll zu einer riesigen Freihandelszone verschmelzen, der zum Anschein auch noch Staatlichkeit vorgibt. Also so ein Bühnenstückchen, dass die Menschen denken, sie hätten Macht abgegeben, damit Firmen und Banken machen können, was sie wollen. In Wirklichkeit existieren ganz andere Regeln. Welche genau, möge man sich in dem Film In Time ansehen. Der Vatikan hat Kartellgebiete zur Verwaltung gegeben. Und diese Kartellgebiete konnten Personen erschaffen in gewisser Form. Die BRD darf nur juristische Personen vergeben. Die natürlichen werden nur in einem kleinen Spektrum gebraucht. Wenn zum Beispiel gewählt werden soll. Man ist an einem Wahltag in der Tat natürliche Person. In der Tat sollte man sich als lebend erkennen, erklären, bezeugen lassen und der Verwaltung zur Kenntnis geben. Als Mensch bzw. Weib, Mann, kannst du vor allen Dingen handeln. Mit dem Genderkram arbeitet man hart daran, dies zu unterbinden. Um Milliarden Menschen zu kontrollieren, benötigt man eben Bioroboter, denn Schöpferwesen und Erschaffer kann man dafür nicht gebrauchen. Der gelbe Schein signalisiert den Wunsch, dem Kartellgebiet des Kaiserreichs angehören zu wollen. Da ist das Leben in den Gemeinden organisiert. Die Bürgermeister sind die wichtigsten Diener. Sie haben dafür zu sorgen, dass die Ordnung nicht nur finanziell hergestellt ist. Im Moment wird nur verwaltet und es gilt nur eines zu erfüllen. Die HJR 192. Seit dem Ersten Weltkrieg sind wir Deutschen ja schuld an allem und stecken tief im Schuldgeldsystem. Wenn man sich die Bedeutung dessen klar macht, Griechenland könnte seine Schulden mit den Bodenschätzen bezahlen und mit dem Rest eine Riesenparty machen. Die Erlöse der Bodenschätze kommen nun aber nicht mehr den Griechen zugute. Es wurde ja fast alles verscherbelt. Normalerweise müssten 500 Millionen Menschen in Europa aufstehen, aber dazu müssten sie wissen, wogegen. Sie wollen immer andere Schauspieler, das Bühnenstück bleibt am Ende aber dasselbe.
Hör dir den Vortrag Geschäftsführer ohne Auftrag an. Den haben wir übrigens hier auf unserem Kanal. Besucht den Schäbel-Blog und seht euch unter anderem die veröffentlichten Ausarbeitungen von uns auch mal genauer an. Kleiner Tipp an dieser Stelle. Insbesondere die Ausarbeitung Blanko-Geschäfte von 2016, denn damit hatten viele Leute, wir haben da Rückmeldungen bekommen, recht gute Erfolge. Veröffentlicht unter anderem in der Deutschen Nationalbibliothek und bis heute nicht widerlegt oder widersprochen. Macht Sinn, sich das mal genauer anzuschauen mit diesen Blanko-Geschäften. Ja, wie gesagt, dies als kleiner Tipp von uns vom DWR-Team. Wir haben Wochen und Monate an diesen Ausarbeitungen gesessen und sie sind sehr wertvoll. Sie will das immer mitkriegen hier. Wobei die anderen kommen ja auch gerne, ne? Aber du findest das ganz toll, ne? Ja, genau. Ihr seid die einzig Vernünftigen hier. Wirklich. Ja. Die leben im Hier und Jetzt, die machen es richtig. Die machen sich keine Sorgen über morgen. Ja gut, andersrum, wir können die Augen nicht verschließen. Bleibt am Ball. Macht weiter nach euren Möglichkeiten. Und wir machen es nach unseren Möglichkeiten und schaffen für euch auch mit eine Plattform, damit wir mehr an die Öffentlichkeit kommen können. Und dafür danke ich euch für das Abonnieren und ja, Verbreiten. Und ich wünsche mir gerne auch noch, dass Kanäle, die noch deutlich mehr Abonnenten haben, vielleicht auf uns aufmerksam machen. Das wäre ganz, ganz toll. Kostet nicht viel. Kostet ja eigentlich nur ja, eine Empfehlung halt, ne? Das wäre hervorragend. Das wäre toll. Sei es jetzt der Volkslehrer oder Moviso oder Joe Conrad, wie auch immer. Hauptsache, wir finden hier eine Plattform, wo jeder zu Wort kommen kann. Und ja, gut, bis zum nächsten Mal. Macht's alle gut und ja, wir sehen uns und hören uns.